Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. Grünes Licht also für Verhandlungen mit der ÖVP von den Grünen. Die ÖVP berät noch, werfen doch die Inhalte einer solchen Regierung große Schatten auf nötige Kompromisse. Die beiden Parteien liegen politische Universen auseinander. Und wenn sie im selben Boot sitzen wollen, bleibt die Frage, welche Grundsätze werden über Bord geworfen. Die unterschiedlichen Welten der beiden Parteien prallen vor allem bei den Themen Migration, Klimaschutz und Soziales aufeinander. Österreich wird in dem Rahmen Flüchtlinge aufnehmen, wie Asylberechtigte anerkannt werden in Europa. Die, die Anrecht auf Asyl haben, die sollen in Europa Platz und Schutz finden. In der Migration, da sind wir weit auseinander und da verstehe ich auch die Position der Grünen nicht. Weil die Position der offenen Grenzen, die Position, dass es keinen Außengrenzschutz braucht auf europäischer Ebene, die führt nämlich nicht nur dazu, dass immer mehr Menschen zu uns kommen, sie führt auch dazu, dass das Geschäft der Schlepper wächst und sie führt dazu, dass mehr und mehr Menschen im Mittelmeer ertrinken. Ich kann natürlich, und da bin ich total bei den Experten, morgen in Österreich CO2-Steuern einführen. Ich kann den Dieselpreis verdreifachen, den Benzinpreis verdoppeln. Es wäre super im Kampf gegen den Klimawandel. Es bedeutet aber, dass sich Menschen im Waldviertel nicht mehr leisten können, zu ihrem Job nach Wien zu pendeln. Das Gute muss entlastet werden und damit das ökologisch vernünftige Verhalten und das Schlechte eben belastet. Ganz einfach, momentan ist es ja umgekehrt. Sozial ist, was stark macht, und wir brauchen keine Zuwanderung in unser Sozialsystem. Anstatt dass es hier human, juristisch vernünftig und ökonomisch zielführend vorwärts geht, wird genau an jeder Stelle das Gegenteil gemacht. Wäre eine Koalition zwischen ÖVP und den Grünen ein modernes Modell oder ein waghalsiges Experiment? Das frage ich heute Abend. Stefan Schnöll, der Bundesobmann der jungen ÖVP, meint, die Volkspartei wurde bei der Wahl gestärkt, damit der Weg der Veränderung weitergeht. Das ist das entscheidende Kriterium für einen neuen Partner. Norbert Hofer, Bundesparteimann FPÖ, er sagt, eine Koalition zwischen Türkise und Grüne kann nur dann funktionieren, wenn die Grünen nicht mehr links und die ÖVP nicht mehr bürgerlich sein will. Johannes Rauch, der Landessprecher der Grünen in Vorarlberg, stellt fest, um die große Herausforderung Klimaschutz und Standortsicherung unter einen Hut zu bekommen und zu schaffen, braucht es eine stabile Regierung. Mir ist nicht bekannt, dass Grüne bislang je eine Regierung, der sie angehörten, gesprengt haben. Und Eva Linsinger, die Innenpolitik-Chefin des Nachrichtenmagazins Profil, analysiert, die Zeit wäre reif für eine ÖVP-grüne Regierung. Aber ob ÖVP und Grüne dafür reif sind, bleibt mehr als fraglich. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum online diskutieren. Einen schönen guten Abend Ihnen allen. Herr Schnöll, Sie sind Nachfolger von Sebastian Kurz als Bundesobmann der jungen ÖVP. Jetzt derzeit tagen die Landesparteiobleute der ÖVP, die Bünde, sonst würden sie nicht hier sitzen, treffen sich erst morgen früh. Mhm. Warum überlegt die ÖVP noch, ob sie mit den Grünen koalieren will oder nicht? Naja, es ist eine weitreichende Entscheidung, die da getroffen wird morgen. Und die ÖVP wird sich das genau überlegen. Ziel ist es, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen und nichts übers Knie zu brechen. Das ist klar. Und der Bundesparteiobmann hat unsere volle Unterstützung bei jeder seiner Entscheidungen. Er trifft Entscheidungen auf breiter Basis. Das ist klar. Er ist jetzt gerade unterwegs mit den Landesobleuten. Morgen sind wir an der Reihe der Teilorganisationen. Und es wird intensive Diskussionen geben. Das ist klar. Es wird eine schwierige Entscheidung werden. Das muss man ganz offen sagen. Und es wird auch in Zukunft ein schwieriges gemeinsames Regieren. Aber es ist notwendig, dass regiert wird. Die Übergangsregierung in Ehren. Sie hat super verwaltet, aber in Zukunft muss wieder gestaltet und wirklich regiert werden. Werden Sie als Obmann der jungen ÖVP morgen sagen, es soll mit den Grünen verhandelt werden?
Wir sind jetzt noch laufend in Gesprächen. Ich war selber im Sondierungsteam nicht dabei. Insofern fällt mir nur ein bisschen natürlich der Einblick, wie die Atmosphäre war. Es geht ja nicht nur darum, der Wahlprogramme übereinander zu legen und zu schauen, wie groß die Übereinstimmung ist, sondern am Ende geht es auch um eine Vertrauensbasis. Das ist ganz wichtig. Aber Sie haben noch keine eigene Meinung, im Ernst? Ich habe natürlich eine eigene Meinung. Ich regiere selber im Bundesland Salzburg mit den Grünen. Ich weiß, dass es mit den Grünen funktionieren kann. Bin aber selber im Nationalrat gesessen, auch während einer Schwarz-Blau-Regierung. Das hat meines Erachtens auch gut funktioniert. Wir werden uns das gemeinsam gut überlegen, aber es wird mit Sicherheit noch einige intensive Diskussionen geben, heute bei den Landesobleuten und morgen dann in den Teilorganisationen. Herr Rauch, auffällig war, dass Werner Kogler heute gesagt hat, es gibt die ausgestreckte Hand zur ÖVP. Auffällig ist, 2003 hat es immerhin 8 Gegenstimmen gegeben gegen die Verhandlungen mit der Schüssel-ÖVP. Heute keine einzige Gegenstimme für die türkise ÖVP. Das heißt, es ist nicht die ausgestreckte Hand, sondern die Grünen strecken beide Arme aus und gehen so zur ÖVP. Naja, zuerst muss man mal sagen, 2003 war eine völlig andere Situation und wir haben natürlich in all den Jahren dazugelernt. Ich war 2003 selbst mit dabei, dann auch bei den Verhandlungen. Das war schon eine andere Situation. Mittlerweile haben wir Regierungserfahrung in Bundesländern, können auf erfahrene Leute auch zurückgreifen, wissen, was es bedeutet zu regieren, wissen auch, was es bedeutet, Kompromisse zu machen. Das ist eine vollkommen andere Situation. Und insofern, und das glaube ich, hat der heutige Tag gezeigt, intensive Diskussionen, es macht sich niemand Illusionen, dass das locker und leicht von der Hand gehen wird. Aber wir haben jetzt gesagt, jetzt machen wir den Schritt von der Sondierung hinein in Verhandlungen und schauen, was geht. Und das, glaube ich, ist der richtige Weg. Jetzt hat ja doch die Sitzung ungefähr eine Stunde länger gedauert als anberaumt. Und keiner will so ganz genau sagen, ob es jetzt kritische Stimmen gegeben hat oder nicht. Die Frau Hebein, die Wiener Landeschefin der Grünen, hat in Wien heute gemeint, es war konstruktive Kritik. Sagen Sie uns, gar keine kritische Stimme? Ja, natürlich gibt es Pro und Kontras abzuwägen. Dann sagen Sie uns die Kontras. Wie in jeder Situation, vor der man das erste Mal steht. Und auf Bundesebene ist es nun mal so, dass dieser Regierungseintritt der erste wäre für Grüne auf Bundesebene. Und die Felder liegen am Tisch, das hat doch Werner Kogler nicht verschwiegen. Natürlich ist die Sozialpolitik ein Feld, wo es darum geht, Kinderarmut zu vermeiden und nicht welche zu produzieren. Und natürlich ist es auch klar, dass im Klimaschutz massiv etwas weitergehen muss. Sonst hätten wir gar nicht antreten müssen zur Wahl. Und was auch klar ist, aber da war dann wieder Einigkeit, es macht einen Unterschied, ob die FPÖ in einer Regierung sitzt oder die Grünen, auch europapolitisch. Weil wir glauben, und zwar ganz klar und eindeutig, es braucht eine proeuropäische Regierung in Österreich. Herr Hofer, hat Sie Sebastian Kurz heute angerufen? Das werde ich Ihnen nicht verraten. Aber ich habe gehört, dass er Sie angerufen hat. Kann das sein? Von mir haben Sie das nicht gehört. Ich möchte nur eines sagen, was mir auffällt, ist einfach... Aber können Sie es jetzt dementieren oder nicht? Ich sage nur, Sebastian Kurz hat ja gesagt, er wird ja mit allen Kontakt aufnehmen und sagen, ist ja natürlich die Frage für die Menschen zu Hause interessant, hat er Sie angerufen und gesagt, wir wollen doch mit der FPÖ koalieren. Ja, aber ich weiß mit wem ich jetzt wann gesprochen habe. Ich möchte nur eines sagen, was mir auffällt, ist, wie schnell sich so die Dinge entwickeln. Also noch im Wahlkampf war es so, dass Kogler gemeint hat, es gibt also null Chancen auf eine Koalition mit der ÖVP, eine Schnöseltruppe, also gar keine Möglichkeit. Und dann, heute ist es so, dass man sagt, man will regieren, man geht in diese Gespräche hinein. Ich bin mir ganz sicher, dass die ÖVP morgen entscheiden wird für Verhandlungen. Natürlich, man muss dieses Angebot annehmen. Wie es dann am Ende aussehen wird, das weiß ich nicht. Man kann nicht vergleichen eine Koalition auf Landesebene mit einer Koalition auf Bundesebene. Ich habe damals auch mitverhandelt im Burgenland, blau-rot die Koalition. Das kann man innerhalb von 2 bis 3 Tagen erledigen. Das ist wesentlich schwieriger und viel komplizierter. Gut, aber ich halte fest, wenn Sie daran glauben, dass es morgen schon, dass Sebastian Kurz sagen wird, dass mit den Grünen verhandelt wird, dass er Ihnen das auch so gesagt hat. Nein, das habe ich nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, ein anderes Ergebnis wird es ja wohl nicht. Ich habe es noch mal versucht. Wollen. Politische Kommentatoren schreiben, eine türkis-grüne Koalition hätte aus ÖVP-Sicht den Charme, dass nicht ständig blaue Grenzüberschreitungen die Zusammenarbeit stören. Auch der Präsident heute der israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch, hat zum zweiten Mal ihren Rücktritt gefordert. Haben die politischen Kommentatoren mit diesen Grenzüberschreitungen nicht recht? Also eine Grenzüberschreitung ist es für mich zum Beispiel, wenn ein grüner Mandatar sich als Schlepper betätigt. Ja. Das ist für mich eine klare Grenzüberschreitung, ist auch passiert.
Und das sind die Dinge, die mir Sorgen machen. Ich nehme das, was Deutsch sagt, zur Kenntnis. Ich finde das sehr, sehr schade, weil wir auch in unserer Zeit, in der Regierung und auch davor, immer darauf geschaut haben, dass das Verhältnis zu Israel ein gutes ist. Vergessen Sie nicht, die Wiedergutmachungszahlungen, die beschlossen worden sind, sind beschlossen worden, damals noch in der Regierung Schüssel, gemeinsam mit der FPÖ. Ich nehme es zur Kenntnis, es ist schade und ich werde es wohl ertragen müssen. Frau Linsing, in Ihrem Leitartikel heute im Profil schreiben Sie, manche in der ÖVP schreckt die Vorstellung, dass aus dem erhofften Spaziergang mit den Grünen doch ein steiniger Weg werden könnte. Sie befällt gewisse Nostalgie nach der zartesten Versuchung, seit es Koalitionspartner gibt, der FPÖ. Also aus Ihrer Sicht und auch Ihr Thesensatz war in die Richtung, nichts ist fix. Na klar, die ÖVP hat mit der FPÖ gemeinsam mit der Rechtspolitik gemacht, lobt das auch immer wieder, zuletzt wieder am Freitag, hat auch da gesagt, wie schade sie es findet, dass die FPÖ aus diesem Sondierungsspiel jetzt einmal ausgestiegen ist. Und logischerweise wird eine mit der Rechtspolitik, mit den Grünen, mehr als schwierig bis unmöglich werden. Weil wenn man sich die beiden Parteien anschaut, da gibt es dermaßen viele Felder, Steuerpolitik, Sozialpolitik, Familienpolitik, Sicherheit, Frauenpolitik, ich könnte jetzt noch ewig aufzählen, wo einfach Welten zwischen den beiden Parteien liegen, da bräuchte es schon sehr viel guten Willen und auch große Kompromissbereitschaft, um das in ein gemeinsames Regierungsprogramm zu gießen. Bisher sehe ich das nicht. Bisher sehe ich sowohl von ÖVP als auch von Grünen eher Bestemm. Beide sagen, der jeweils andere Partner müsse sich ändern. Dann wird eine Koalition schwieriger. Mit der FPÖ wäre eine Koalition wahrscheinlich in wenigen Tagen fertig. Aber sie hätte den großen Nachteil, wir wissen das, die FPÖ hat bisher noch jede Regierung, in der sie saß, frühzeitig gesprengt oder eine neue Partei gegründet. Also sie ist nur sehr bedingt regierungsfähig und es würde die ganze Serie an Einzelfällen wieder von vorne anfangen und das ist die Entscheidung, die die ÖVP morgen treffen muss und dann auch weiter treffen muss. Was ist ja quasi lieber oder was ist weniger schlimm für Sie? Herr Schnell, Ihr Thesensatz lautete ja, die Volkspartei wurde bei der Wahl gestärkt, damit der Weg der Veränderung weitergeht und dass das das entscheidende Kriterium ist. Das heißt, die ÖVP wird nichts an ihrem Weg ändern, wenn sie mit den Grünen zusammengehen will, aber dann wird es schwierig. Naja klar, wir wurden einmal gewählt mit breiter Mehrheit, mit großem Abstand, dass wir unsere Politik fortsetzen. Das kann man ganz klar aus dem Wahlergebnis ablesen, dass wir nicht 50% gemacht haben, um das alles 100% umzusetzen, was in unserem Wahlprogramm drinnen steht, ist auch klar. Darum brauchen wir jetzt einen Partner. Die Schwierigkeit ist nur, wer wird dieser Partner sein? Die FPÖ und der Herr Hofer war verwundert, dass es so schnell geht jetzt mit Sondierungsgesprächen. Das ist auch dem Umstand geschuldet, Herr Hofer, dass Sie, Sie selber sich vorzeitig verabschiedet haben aus dem Spiel der Möglichkeiten. Das muss man auch ganz offen sagen. Kickl hat das nochmal bekräftigt. Er hat gesagt, wenn man sich aus dem Spiel nimmt, dann muss man das konsequent tun. Dann kann man nicht wieder einen Schritt zurück machen. So, wir haben zwei Optionen mit den Grünen. Tut Ihnen das leid, Herr Schnell, dass die FPÖ sich ja aus den Sondierungen verabschiedet hat? Mir tut das nicht leid, aber es limitiert unsere Optionen. Wir hatten einige gute Übereinstimmungen mit der Freiheitlichen Partei. Wir haben in vielen Politikfeldern gute Politik gemacht. Insofern tut es mir leid. Es hat einige Schwierigkeiten, Unwegsamkeiten gegeben mit den Einzelfällen, völlig klar. Klar ist jetzt, dass auch eine andere Situation jetzt vorherrscht und die heißt entweder Koalition mit der Grünen Partei oder mit der Sozialdemokratischen Partei. Und das werden wir morgen entscheiden. Die Frage ist eben, ob Sie Kompromisse machen müssen, Herr Rauch, ohne Wenn und Aber, sozusagen Grüne zum Ja sagen, verdammt, wenn man eine Koalition will, wenn eben die ÖVP sagt, der Weg, der bisher gegangen wurde, da wird nichts verändert. Also zum Beispiel die Mindestsicherung bzw. die Sozialhilfe neu etc. Naja, das ist ein gutes Beispiel, die Mindestsicherung. Also ich teile schon die Einschätzung des Herrn Hofer, dass man eine Regierung auf Landesebene nicht zwingend vergleichen kann mit Regierungsverhandlungen auf Bundesebene. Das ist mir klar. Vorarlberg ist auch zu klein, bei allem Stolz, den wir haben als kleines Bundesland, um da Schlüsse ziehen zu können. Aber einen Punkt gibt es. Wir haben in der Mindestsicherung ein Modell verhandelt, das verfassungskonform ist, das funktioniert, mit dem wir 20% der Menschen wieder in Beschäftigung bringen und das ein Modell sein könnte für den Bund. Also da liegt inhaltlich ein Angebot auf dem Tisch, dem man sich annähern könnte. Und ja, man muss Kompromisse machen, das haben wir in Vorarlberg auch müssen. Helmut Schmidt hat einen schönen Satz gesagt, einmal sinngemäß, der hat gelautet, wer zum Kompromiss nicht fähig ist, der taugt für die Demokratie nicht. Und das ist das Wesen. Und es wird immer so getan, als ob Kompromiss per se was Schlechtes ist oder faul, unter Anführungszeichen. Ich glaube, dass
Wesen von Politik ist es, den Ausgleich zu schaffen und Interessensgegensätze auch zusammenführen zu können. Das ist in der Situation, in der wir uns befinden, glaube ich, dringender notwendig denn je. Frau Linsinger, wenn man sich jetzt die Zahlen aber der beiden anschaut, da gibt es genug, dann kann man die Unterschiede der beiden Parteien noch mehr festmachen. ÖVP, es hat vor der Wahl hat es ungefähr 26 Themen und Sachfelder gegeben und da hat es zwischen ÖVP und FPÖ 82% Übereinstimmung gegeben und zwischen ÖVP und Grüne nur 20%. Und jetzt hat die ÖVP 258.000 Stimmen von der FPÖ gewonnen. Und wenn die ÖVP und Grünwähler haben zwar gemeinsam, dass ihre Wähler und Wählerinnen beide Parteien zu 100% in der Regierung haben wollen, aber genau umgekehrt ist, wenn es darum geht, ÖVP-Wähler und Wählerinnen wollen nur zu 20% die Grünen in der Regierung haben und umgekehrt fast die gleiche Zahl eben, was Grün-Wähler und Wählerinnen wollen, nur die ÖVP zu 32% in der Regierung haben. Wie soll jetzt eine Koalition zwischen den beiden aussehen, damit die Wähler und Wählerinnen dieser Parteien nicht enttäuscht werden? Das wird sicher eine der schwierigen Aufgaben, denn die Klientel der beiden Parteien kommen aus völlig unterschiedlichen Biotopen. Und dazu kommt, dass bei der letzten Wahl, Sie haben es gerade gesagt, eine Viertelmillion ehemalige FPÖ-Wähler zur ÖVP hinübergewandert ist. Und die sind besonders kritisch gegenüber einer Koalition mit den Grünen, weil sie sagen, uns ist die Mitte-Rechts-Politik wichtig und für die wäre eine Koalition mit den Grünen ein richtiger Kulturschock. Andererseits finde ich eigentlich gerade das auch das Spannende daran. Seit dieser langen Bundespräsidentschaftswahl, Sie waren ja dabei, wird oft von Spaltung im Land geredet, wird oft darüber geredet, dass es in zwei Hälften gespalten ist, zwischen Stadt-Land-Bevölkerung, zwischen Links-Rechts, zwischen Modernisierungsverlierern und Modernen. Das würde zwar ein Kulturschock bedeuten, aber es würde auch einen Beitrag leisten können, da ein bisschen weniger zu polarisieren, ein paar dieser manchmal auch dummen Feindbilder, die gegen die jeweils andere Seite bestehen, abzubauen, weil klar, jeder glaubt, er ist selbst auf der richtigen, auf der guten Seite, dann würde vielleicht diese ganz klare Trennung zwischen den Industriebütteln und der Willkommenskultur und wie all diese anderen dummen Schlagwörter heißen, ein bisschen neu verhandelt werden und das würde ich einen sehr interessanten Nebenaspekt finden, dass es schwierig ist, völlig klar. Wie gesagt, mit der FPÖ wäre die ÖVP wahrscheinlich in wenigen Tagen fertig. Es gibt ein Regierungsprogramm. Herr Hofer, Sie sagen eben, eine Koalition zwischen Türkis und Grüne kann nur dann funktionieren, wenn die Grünen nicht mehr links und die ÖVP nicht mehr bürgerlich sein will. Und Sie haben auch gemeint in der Neuen Vorarlberger Tageszeitung, das kann eben nur funktionieren, wenn sich einer von beiden ganz nackt auszieht. Natürlich. Einen Satz noch zum Kollegen Schnell, wenn ich darf. Nicht aus dem Spiel genommen, es ist kein Spiel. Da geht es um die Zukunft von Österreich. Erstens. Zweitens habe ich gesagt, wenn die Verhandlungen scheitern, und ich glaube, dass diese Verhandlungen scheitern könnten, dann werden wir entscheiden über den Eintritt in Regierungsverhandlungen. Damit Sie nur wissen, dass uns die Sache sehr, sehr ernst ist. Aber das hört sich nicht, mit Verlaub, Herr Hofer, das hört sich nicht sehr ernst an, weil wir müssen uns natürlich auch auf etwas verlassen können. Und wenn wir zu Beginn hören, es wird keinen Eintritt der FPÖ in eine Regierung geben, der Herr Kickl bekräftigt das noch einmal. Zu welchem Zeitpunkt zusammengesessen? Was sollen wir denn sondieren? Was glauben denn Sie, was wir sondieren sollen? Wir haben ein gemeinsames Regierungsprogramm. Was sollen wir jetzt inhaltlich sondieren? Natürlich müssen Grüne und Schwarze sich tagelang zusammensetzen, weil die Unterschiede so groß sind. Das war ja bei uns nicht der Fall. Inhaltlich ist ja alles auf Schiene. Deswegen noch einmal, wenn diese Verhandlungen scheitern sollten, dann werden wir beraten über diesen Eintritt. Wenn Sie sich einigen, bin gespannt, was dabei herauskommen wird, dann wünsche ich Ihnen viel Glück und alles Gute auf dieser Reise. Es ist tatsächlich so. Es gibt riesige Unterschiede, wenn man sich die Aussagen ansieht vor der Wahl, was im Bereich der Migrationspolitik gesagt worden ist, im Bereich der neuen Steuern, die kommen könnten, im Bereich der Verbotspolitik, Verkehrspolitik und so weiter, dann wird das ganz schwer. Also wenn zum Beispiel, wie man hört, die Grünen das Verkehrsressort bekommen sollten, ja, dann ist klar, es wird für die Autofahrer schwieriger werden. Ich bin gespannt, ob es dann auch gelingen wird. Na, 140 wird es möglicherweise nicht. Das wird sich, nein, wir werden halt 80 fahren auf der Westautobahn. Wenn alle total begeistert sein, dann fahren wir auf der Westautobahn langsam als neben auf der Landesstraße. Also ich wünsche wirklich viel Glück und alles Gute. Für Österreich bedeutet das nichts Gutes. Aber Herr Hofer, dann versuchen Sie zumindest mitzuregieren.
Ich finde, Sie machen es sich da relativ einfach. Jetzt haben die Grünen entschieden, dass sie in eine Regierungsverhandlungen eintreten. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, waren schon die Aussendungen der FPÖ draußen, die gesagt haben, nein, was wird das jetzt werden? Eine Linksregierung, der Linksruck wird kommen. Ja, was Linksradikale soll sonst denn? Aber das ist nicht, aber da muss ich jetzt auch noch einfallen. Aber Herr Schnell, was meinen Sie mit mitregieren? Sie limitieren unsere Optionen. Welche Optionen haben wir als Volkspartei, wenn Sie am Wahlabend sagen, Sie nehmen sich aus dem Spiel oder ob man das Spiel nennt, wie auch immer, aber Sie wollen nicht an Regierungsverhandlungen teilnehmen und die anderen Parteien tun das nicht. Ja, mit wem sollen wir denn in Regierungsverhandlungen teilnehmen? Die Aussage wird auch immer dieselbe. Wenn die Verhandlungen scheitern, werden wir entscheiden über den Eintritt. Die SPÖ hat ja auch gesagt, wir sondieren nicht mehr. Sollen wir sich entscheiden? Soll man das jetzt mutwillig scheitern? So, als wäre das trotzdem, wäre die ÖVP trotzdem scheitern lassen? Herr Hofer, der Punkt ist der, Sie tun so, als gäbe es bei uns nichts mehr zum Verhandeln und man wäre sich weitgehend einig. Es ist unheimlich viel passiert, nachdem diese Koalition jetzt leider zu Ende war. Und das gilt es aufzuarbeiten. Ja, und Sie wissen, warum es beendet wurde. Sprache ist zurückgetreten, hätte weitermachen können. Wir hätten uns das alles ersparen können. Aber ich bin gespannt auf die Reaktionen, wenn man diese Koalitionsregierung weitergeführt hätte, Herr Hofer. Eines wird nicht gehen. Eines wird nicht gehen. Und spätestens seit dem zweiten Liederbruch-Skandal wäre die Regierung sowieso zu Ende gewesen. Dass Sie mit drei Parteien verhandeln gleichzeitig und sich die Rosinen herauspicken, das wird natürlich nicht möglich. Also wir halten fest, hier auch ein Leider. Frau Mikl-Leitner hat ja auch gestern die Landeshauptfrau von Niederösterreich gemeint, dass das noch nicht so ganz ausgeschlossen ist, sollte es scheitern mit den Grünen. Die Option mit der FPÖ war, bleiben wir jetzt da beim Verkehr. Was würde da jetzt wirklich auf die Menschen zukommen? Sie haben ja ein sehr ambitioniertes Regierungsprogramm, wo Sie und eben auch ÖVP-Landeshauptmann Wallner gemeint haben, es wäre ganz gut, wenn die beiden Bundesparteien einen Blick hineinwerfen. 95 Seiten, 30 Kapitel, ein sehr großes Kapitel, was die Umwelt betrifft. Und Sie haben natürlich auch Dinge hineingeschrieben, die Sie aber gar nicht machen können, sondern die eben Sie vom Bund verlangen. Zum Beispiel das Dieselprivileg abschaffen, die Autobahnvignette abschaffen, dafür eine höhere Mineralölsteuer. Ist es das, wo Sie sagen, das müssen die Grünen auf jeden Fall hineinverhandeln? Na, möglicherweise würde auf die Bevölkerung zukommen, was wir in Vorarlberg geschaffen haben im öffentlichen Verkehr. Herr Hofer hat das zum Teil mitbekommen in seiner Funktion als Verkehrsminister, wo er ja mitbekommen hat, was wir für einen Vertrag auf Verkehrsdienstevertrag ausgehandelt haben. Mitbekommen ist gut, ja, wir haben es ja gemeinsam verhandelt. Ja, dass wir einen 10-Minuten-Takt jetzt versuchen einzuführen, dass wir ein 365-Euro-Ticket haben, dass wir Zuwachsraten im öffentlichen Verkehr von 10% pro Jahr haben. Das heißt, den besten öffentlichen Verkehr nach Wien, wo wir auch sehr viel Geld dafür in die Hand nehmen. Das heißt, wir haben eine Vorstellung davon, wie wir das Angebot so attraktiv machen, dass es gut ist und attraktiv umzusteigen. Es ist keine Zwangsverpflichtung. Wir haben längst gelernt in Vorarlberg, das können Sie mir glauben, mit dem erhobenen Zeigefinger bringe ich keinen einzigen Menschen zum Umsteigen. Keinen. Es muss das Angebot passen und ich habe den öffentlichen Verkehr so ausgebaut nach dem Motto, schaffe das Angebot und du bekommst die Nachfrage. Und das funktioniert. Gut, aber trotzdem meine Nachfrage. Die Nachfrage eben, die Sie meinen, die Nachfrage, die ich meine journalistisch. Sie haben in dieses Programm gemeinsam mit dem Landeshauptmann Wallner hineingeschrieben, Sie würden sich eben die Abschaffung des Dieselprivilegs wünschen, die Abschaffung der Autobahnvignette. Wird das etwas sein, was die Grünen auch verlangen? Ja. Beziehungsweise die CO2-Steuer, die wir auch schon, wie auch immer das genannt wird. Aber wird es das geben? Das wollen die Menschen wissen. Die Abschaffung der Autobahnvignette ist ein einstimmiger Landtagsbeschluss bei uns im Vorarlberg, wo auch die FPÖ zugestimmt hat, weil wir der Meinung sind, die Vignette ist ungefähr das dümmste verkehrspolitische Steuerungsinstrument, das wir haben, weil wir Verkehr dorthin verlagern, wo wir nicht haben wollen, nämlich aufs niederrangige Straßennetz. Aber das ist ein Detail am Rande. Natürlich wird es ein Gesamtpaket brauchen, Mobilitätspolitik zu gestalten in Österreich. Und ich hoffe ja sehr, dass es gelingt im Steuersystem, und das ist im Beitrag angesprochen worden, zu einer ökologisch-sozialen Umsteuerung zu kommen. Und das heißt eben nicht isoliert eine CO2-Steuer einzuführen. Das heißt, den Faktor Arbeit, der viel zu hoch belastet ist in Österreich, zu entlasten. Also runter mit der Steuerlast auf Arbeit und im Gegenzug ökologische Elemente im Steuersystem unterzubringen. Im Übrigen ein Konzept, das auf Josef Riegler zurückgeht, 30 Jahre her oder in der Größenordnung, ÖVP-Obmann, wo ich glaube, die Zeit ist reif. Wir werden diese ganze Transformation in Richtung klimaverträgliche Gesellschaft, klimaverträgliche Wirtschaft nicht hinbekommen, wenn es uns nicht gelingt, im Steuersystem Akzente zu setzen. Das brauchen wir. Herr Schnell, Sie sind der Landesrat für Verkehr in Salzburg, wo Sie eben auch mit den Grünen regieren. Und wenn das stimmt, werden Sie auch im Verhandlungsteam
sitzen, wo es um den Verkehr geht. Werden wir noch entscheiden. Aber es schaut so aus quasi. Aber wie sehen Sie das? Ja. Also ich bin der festen Überzeugung, die Verkehrswende kann nur dann gelingen, wenn man den öffentlichen Verkehr entsprechend stärkt. Wir haben ja auch gemeinsam mit dem Herrn damaligen Minister Hofer die Infrastrukturmilliarde verhandelt. Ich halte das für den wesentlichsten Hebel in der Verkehrspolitik, dass man wirklich die öffentliche Verkehrsinfrastruktur ausbaut, bevor man darauf schaut, was man sozusagen alles noch besteuern könnte. So kann die Verkehrswende funktionieren. Das ist einerseits ein ökologischer Aspekt, aber andererseits auch ein praktischer, der die Lebensrealität der Menschen widerspiegelt. Weil bei uns in Salzburg steht man sehr oft im Stau. Und jetzt, ob die Autos, sage ich mal, mit Wasserstoff oder elektrisch angetrieben werden, ist bei uns oft nachrangig gegenüber dem, dass es noch immer zu viele Autos gibt. Darum müssen wir auf den öffentlichen Verkehr setzen. Das machen wir in unserer Politik in Salzburg. Aber das, was die Grünen sagen, Steuern auf Arbeit runter und in anderen Systemen dafür andere Steuern? Wenn wir von der Verkehrspolitik sprechen, ist das bei mir nachrangig gegenüber dem Vorhaben, dass wir im öffentlichen Verkehr in der Infrastruktur was bewegen müssen und ausbauen müssen. Zuerst Schiene. Und dann natürlich Busverkehr. Das wäre dann das die versprochene Nahverkehrsmilliarde. Herr Hofer, Sie erinnern sich. Ich glaube, die nächste Regierung wird dringend so eine Infrastrukturmilliarde für den öffentlichen Nahverkehr auf den Weg bringen müssen, damit man wirklich im Verkehr glaubwürdig auch eine Wende herbeiführt. Beim Thema Migration, da liegen Sie wirklich sehr, sehr weit auseinander. Hier gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel hat Siegfried Nagel, der zwar jetzt mit den Blauen koaliert in Graz, aber davor mit den Grünen, die haben koalitionsfreie Räume bestimmt. Sie haben erzählt vor ein paar Tagen in der ZIP 2, dass es eben diesen Strategiedialog, den Sie einführen bei diesen Bereichen. Frau Linsinger, koalitionsfreie Räume ist sowas, wo man dann eben sich Mehrheiten sucht, wenn es dann beim Thema Migration dann schwierig wird. Was würde das bedeuten für eine allfällige Regierung zwischen ÖVP und den Grünen? Also mir scheint das recht unrealistisch, seit ich jetzt Regierungsbildungen kenne, wird immer wieder fantasiert, dass man sich ja koalitionsfreie Räume machen könnte, dass man im Parlament dann freie Mehrheiten suchen könnte. Das sollte dann das Regieren spannender machen und belebter machen. Vor allem SPÖ-ÖVP-Regierungen haben da oft so fantasiert, das hat nie funktioniert. Es wird kein Regierungspartner gern sehen, wenn er vom jeweils anderen überstimmt wird, wenn es eine andere Mehrheit gibt. Und das funktioniert wirklich nicht. Also, dass, wenn es dann so wäre, dass die ÖVP quasi in einer Phantomkoalition im Migrationsbereich mit den Freiheitlichen wäre und in einer Klimaschutzkoalition mit den Grünen, das kann nicht funktionieren und das kann sich keine auch bieten lassen. Ich glaube, die beiden Parteien werden, wenn sie das wollen, nicht darum hinkommen, wirklich diese mühsamen Kompromisse zu suchen. Es ist möglich, es ist nur wirklich schwierig und mühselig. Und eines ist klar, wir waren da zuerst sehr im Detail schon bei den ganzen Verkehrsthemen. Das ganze Klimathema ist auch ein Migrationsthema. Wenn man sich ansieht, diese ganzen Dürrebilder quer durch die Welt, wenn man sich ansieht, was teils Fluchtursachen sind, das spielt ja alles miteinander. Und da tut man sich dann mit einer Partei wie der FPÖ, ja, Ex-Obmann, war immer skeptisch, ob es den Klimawandel wirklich gibt. Mittlerweile, glaube ich, sieht man den mit freiem Auge. Und da ist etwas notwendig, fast egal, für welchen Koalitionspartner sich die ÖVP entscheidet. Es wird keine Regierung um ein großes Klimaprogramm herumkommen. Und das spielt auch in die Migration herein. Jetzt nochmal zurück zu Ihrer ursprünglichen Frage. Ich glaube, das geht auf Landesebene, vielleicht auch auf Stadtebene. Im Bund hat es noch nie funktioniert. Und ich bin da auch sehr skeptisch, dass das funktionieren könnte. Das könnte, wenn, dann nur so ein Detail, so eine Nebensache sein. Und für eine Nebensache braucht man auch keinen koalitionsfreien Raum. Koalitionsfreier Raum, weil dann könnte ja die ÖVP nie etwas gegen die FPÖ beim Thema Migration machen. Und ich gebe vollkommen recht, das funktioniert nicht, das sind Fantasiegebilde, das wäre dann ein Basar im Parlament, das gibt es in der Praxis nicht. Und das Thema Zuwanderung natürlich ist eines, was besonders heikel ist, auch für die ÖVP. Blenden wir zurück, das Jahr 2015, die große Migrationskrise, 2016 Präsidentenwahlen, erstmals die FPÖ bei 35% bei bundesweiten Wahlen gegen alle anderen Parteien. Dann kam Kurz und hat im Jahr 2017 sehr, sehr viele Themen von der FPÖ genau in diesem Bereich kopiert, übernommen und ist damit stärker geworden. Mitterlin lag damals bei etwa 20% in den Umfragen. Das heißt, wenn jetzt die ÖVP mit Grün zusammengeht und da würde jetzt hier Kompromisse suchen und sich der Linie der Grünen annähern, dann wären diese Stimmen, die ja sehr flüchtig sind, sehr rasch wieder weg. Und das ist das große Risiko, wo ich glaube,
das ist für beide Parteien kaum lösbar. Also wenn es die Grünen sich hier aufgeben und entblößen und sagen, nein, also wir sind jetzt auch für den Schutz der Grenzen und wir wollen eine strikte Zuwanderungspolitik und wir haben zu viele Häftlinge aus dem Ausland in den Gefängnissen, wir haben jeden Tag eine Messerstecherei, das nehmen wir nicht hin. Das funktioniert nicht. Da sind diese beiden Parteien so weit auseinander. Also wie gesagt, da müsste einer sich entweder vollkommen nackt ausziehen oder es müssten beide halbnackt sein und dann wird es funktionieren. Wie könnte eine Lösung aussehen bei diesem Thema, wo Ihre beiden Parteien sehr, sehr weit auseinander liegen? Also, naja, wir haben jetzt zunächst die Aussage, dass sich eine Partei nackt ausziehen muss. Die einzige Partei, die derzeit ziemlich nackt dasteht, ist die FPÖ, Herr Kollege Hofer, das muss man schon sagen. Also was Sie ja in der Regierung abgeliefert haben, das ist schon eine Bankrotterklärung, muss man einfach sagen. Weil, haben Sie mich mal besucht, nein, Frau, und haben gebeten, dass ich Ihnen helfe, nein, im Land, Sie, beim Verkehr. Was nicht? Sie jetzt abgeliefert haben im letzten Jahr, seit Ibiza, also im letzten halben Jahr, das sucht ja seinesgleichen. Also Sie haben es ja dazu getrieben, dass man jetzt mit Ihnen neuerlich Sondierungen aufnehmen müsste, weil ja Sebastian Kurz gar nicht wüsste, mit wem er sprechen soll. Muss er jetzt mit Ihnen sprechen oder mit dem Herrn Kickl, der mehr Vorzugsstimmen gemacht hat wie Sie? Bei Ihnen weiß man nicht, wer Chef ist. Bei der ÖVP weiß man es, bei den Grünen weiß man es auch. Also nur jetzt einmal so viel dazu. Und was die Zukunft betrifft, ich sehe das gewissermaßen entspannt. Natürlich ist es ein Risiko. Ja, es ist vollkommen klar, wir treten eine neue Situation ein. Wir hatten das nie zuvor. Es kann scheitern, ja, aber so grandios scheitern, wie die FPÖ und die türkise Regierung gescheitert ist, das werden wir in Bestimmtheit nicht. Na dann alles Gute. Viel Glück. Gerne. Ihr Optimismus natürlich in Ehren, aber trotzdem, wie kann eine Lösung aussehen in dieser Frage, wo Sie so weit auseinanderliegen beim Thema Migration? Wäre das eben, weil Sie diesen Strategiedialog ansprechen, Frau Linsinger gemeint hat, dass das aber nur auf Landes- oder Stadtebene vielleicht funktioniert oder ein koalitionsfreier Raum? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also wir sind das erste Mal in eine Regierung eingetreten, bei uns im Land 2014. Das hatten können keine Sie doch Ahnung, nicht vergleichen. Hatten keine Ahnung von, lassen Sie mich ausreden. Wir sind ausreden. So groß wie ein Bezirk, das ist nicht Bundesregierung. Hatten keine Ahnung vom Regieren. Dann kam die Flüchtlingssituation. Es stand kein einziger Satz zum Thema Flüchtlinge bei uns im Regierungsprogramm. Dann haben sich ÖVP und Grüne zusammengesetzt und gesagt, wie machen wir das jetzt? Und haben es hergebracht, keine Großquartiere zu machen, in alle 96 Gemeinden Flüchtlinge unterzubringen, vom ersten Tag an Deutschkurse anzubieten, Integrationsprogramme anzubieten, mit dem Erfolg, dass sich die Zivilgesellschaft beteiligt hat. Wir Stand heute 25% der Flüchtlinge in Beschäftigung untergebracht haben. Das heißt, regieren heißt auch, mit Krisensituationen umgehen zu können und wenn man nicht vorbereitet, wie soll die neue Mindestsicherung aussehen? Wie soll die neue Mindestsicherung aussehen? Naja, gutes Stichwort. Bitte. Unser Modell ist verfassungskonform, stellt darauf ab, Anreize zu schaffen und sehr wohl Sanktionsmöglichkeiten vorzusehen, aber nicht Kinderarmut herbeizuführen. Mhm. Das Modell auf der Bundesebene ist nur dazu angetan, bitte. Kinderarmut zu generieren. Sie müssen ihn anschauen, bitte. Das heißt, es braucht eine Lösung, die Kinderarmut hier ist der Part. Ja, Sie haben mich gefragt, ja, aber Ihnen eine Antwort. Sie haben kritisiert. Und Sie werden sich sicher sein können, wir werden dafür eine Lösung finden. Wir haben sie bei uns in Vorarlberg gefunden. Das wird auch auf Bundesebene möglich sein. Herr Schnell, wäre das möglich, dieses Mindestsicherungsmodell in Vorarlberg, wäre das was für die ÖVP, nachdem das eben in Vorarlberg mit Wallner auch gut funktioniert? Frau Reiterer, es wird Sie jetzt wenig verwundern, dass ich da auf die bevorstehenden Regierungsverhandlungen verweisen muss. Ich kann da jetzt nicht mit dem Herrn Kollegen oder auch nicht mit dem Herrn Hofer, der sich leider aus dem selber zurückgezogen hat von den Regierungsverhandlungen, diese Verhandlungen vorwegnehmen. Das werden die Verhandlungen. Ich frage nur nach Ihrer Meinung. Ja. Es gibt die verschiedensten Krisen, die wir hinter uns haben, die uns noch bevorstehen, die schon länger andauern. Man wird immer wieder neue Antworten darauf finden müssen. Ich glaube, genau darum geht es ja, dass man bei den Sondierungen und in Zukunft bei den Regierungsverhandlungen eine größtmögliche Vertrauensbasis schafft, damit man auch auf alle Fragen, die man jetzt noch nicht kennt, in Zukunft auch eine Antwort hat. Aber bleiben Sie bei der Migration auf einem harten, rechten Kurs? Wir haben noch nicht einmal entschieden, mit wem wir in Regierungsverhandlungen treten. Insofern kann man die Frage natürlich erst beantworten, wenn wir dann die tatsächlichen Verhandlungen führen. Aber bleiben Sie bei der Migration auf einem harten rechten Kurs? Das wird Sie auch nicht verwundern. Die Volkspartei wurde gestärkt bei dieser Wahl. Wir sind mit Abstand die erste Partei. Natürlich wurden wir für unsere Politik gewählt. Und wir werden natürlich probieren, so viel wie möglich aus unserem Wahlprogramm dann auch umzusetzen.
Frau Linsinger, was auch auffällt, ist, dass bei den 5 Themen, die genannt wurden, nicht das Europakapitel drinnen ist, kein Kernthema ist sozusagen. Und da gibt es aber eben den UNO-Migrationspakt, die Indexierung der Familienbeihilfe, die Neuverteilung des Budgets nach dem Brexit etc. Hat Sie das verwundert oder ist nicht das Europakapitel eines der entscheidenden, das vergessen wurde? Ich glaube nicht, dass es vergessen wurde und ich glaube sogar, dass es eine sehr entscheidende Rolle spielt für die Ausrichtung der ÖVP. Noch während der Pressekonferenz von Werner Kogler hat heute Martin Sellmayr, der EU-Vertreter in Österreich, getwittert, dass er sehr spannend findet, dass da eine der moderneren Regierungen Europas entsteht. Und das heißt, das zeigt sehr deutlich, dass schon große Teile der EU auf Österreich schauen, dass das, wenn es funktioniert, auch ein Modell sein könnte, das in anderen Staaten kopiert werden könnte, das als Vorbild herhalten könnte. Die Sozialdemokratie ist in vielen Staaten im Bedrängnis. Die Rechtspopulisten erweisen sich in sehr vielen Staaten als nicht regierungsfähig. Daher freuen sich viele, dass Österreich das vielleicht ausprobiert. Und Sebastian Kurz ist der internationale Ruf, der Ruf aus Europa, seine Anerkennung ist ihm besonders wichtig, wichtiger noch als allen anderen. Möglicherweise wird er irgendwann einmal später auch eine europäische Spitzenposition einnehmen. Und das ist natürlich eine Regierung mit den Grünen eine viel bessere Eintrittskarte als eine mit der FPÖ. Und das, glaube ich, spielt mit und das schwingt mit. Und das muss man bei all diesen Verhandlungen mitbedenken. Die ÖVP ist quasi die große traditionelle Europapartei in Österreich. Die Grünen sind zu einer Europapartei geworden, nach anfänglicher großer Skepsis. Ich glaube, dass das bei beiden schon im Zentrum stehen würde. Wenn ich ergänzen darf, ist natürlich nichts Neues. Es gab in der Tschechischen Republik eine Beteiligung der Grünen, auch in Irland. Und wir wissen, wie diese Modelle dann auch geendet haben. So spektakulär wie mit Ibiza eigentlich kaum eine. Also Sie haben da schon was Besonderes gemeint, geboten. Das ist was Neues, aber das ist nichts Neues. Es gab in beiden Ländern diese Koalitionen und sind halt auch auseinandergegangen. Sollen die Grünen verlangen bei den Verhandlungen, dass die Regierung wieder dem UNO, dass Österreich wieder dem UNO-Migrationspakt zum Beispiel beitritt? Also Verlangen und Forderungen zu stellen, jetzt öffentlich, bevor Verhandlungen begonnen haben, werde ich ganz sicher nicht tun. Das ist ein ganz schlechter Stil, das machen wir nicht. Aber natürlich wird es maßgeblich davon abhängen, ob man in dem Bereich auch was bewegen wird können. Jetzt sage ich ein Beispiel oder einen Zugang, der mir sozusagen sehr nahe käme. Fluchtursachen bekämpfen heißt auch in Entwicklungszusammenarbeit investieren. Ich komme aus dem Feld, das ist auch mein Ressort gewesen die letzten 5 Jahre. Und ich meine schon, wenn man es ernst meint, mit der Bekämpfung des Schlepperunwesens und mit der Bekämpfung von Fluchtursachen, dann ist es ein Gebot der Stunde, dass Österreich seine Aufgaben und seine Verpflichtungen in diesem Feld wahrnimmt. Und das ist auch mit Geld verbunden. Was wir in den letzten Jahren da abgeliefert haben, das war Mangelverwaltung. Wir haben unsere Beiträge nicht geleistet und nicht unseren notwendigen Beitrag dazu geleistet, dass Flucht gar nicht stattfindet. Und das wird die große Aufgabe der Zukunft sein. Und da, meine ich, liegt eine ganz große Verpflichtung auch international für Österreich, gemeinsam mit Europa tätig zu werden. Und auch nicht bei der Indexierung der Familienbeihilfe kann ich Ihnen da was entlocken, wo Sie sagen, das gehört. Nein, Sie werden mir jetzt keine Details entlocken können. Da muss ich Sie auch enttäuschen. Nicht, wenn die Grünen das vorher wollten. Da muss ich Sie enttäuschen. Wir werden jetzt nicht Forderungen aufstellen im Fernsehen, bevor die Verhandlungen begonnen haben oder bevor sich die ÖVP überhaupt entschieden hat, in Verhandlungen einzutreten. Aber warum ist das Europathema, Herr Schnöll, nicht eines der Kernthemen, die zu einem der Kernthemen erklärt wurde? Ich glaube, Europa ist eine Querschnittsmaterie, spielt in den unterschiedlichsten Bereichen eine Rolle, spielt ja auch zum Beispiel bei der Klima- und Verkehrspolitik eine Rolle. Auch in anderen Politikfeldern, wo man das vielleicht nicht vermuten möchte. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht mit ein Grund war. Ich war selber nicht in dem Sondierungsteam dabei. Ich versuche anders zu fangen. Ich verstehe aber, dass das Europa auch wichtig ist, das glaube ich, ja. Wissen Sie von beiden. Also ich verstehe das auch eben, bevor Verhandlungen beginnen, dass Sie zu Recht sagen, Sie werden dann nicht im Fernsehen was ausrichten. Aber können Sie zumindest den Menschen sagen, beide, wo sind die roten Linien? Oder gibt es vielleicht keine? Beide, wo Sie sagen, das ist eine rote Linie, das ist bei der Verhandlung, da werden wir nicht verhandeln, da gehen wir auch nicht zurück. Gibt es da was?
Frau Reiter, diese Regierungsbildung wird dieses Mal sehr, sehr schwierig werden. Darum, glaube ich, würden wir keinen guten Dienst der zukünftigen Regierung erweisen, wenn wir da jetzt rote Linien definieren würden oder Bedingungen aufstellen. Jeder kennt unsere Wahlprogramme, jeder weiß, dass man so viel wie möglich davon umsetzen möchte, in welcher Koalitionsvariante auch immer. Wie gesagt, wir haben uns noch nicht entschieden. Wir haben zwei Koalitionsvarianten zur Auswahl. Das ist einerseits eine Koalition mit den Grünen und andererseits eine sozialdemokratisch. Eine Koalition mit den Sozialdemokraten und wir werden uns morgen entscheiden und dann wird man Regierungsverhandlungen führen. Mehr kann man leider zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ist das bei Ihnen auch so oder ist nicht auch die Gefahr, dass die Grünen viel mehr Kompromissen zustimmen müssen, weil die ÖVP am Schluss immer sagen kann, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir es mit der FPÖ? Also ich bin ja als Vorarlberger Pragmatik gewöhnt und würde sagen, einen Schritt nach dem anderen. Wir haben uns heute entschieden, einstimmig, ja, wir wollen in Verhandlungen eintreten. Jetzt ist die ÖVP am Zug, wird ihrerseits entscheiden, wird sie mit uns in Verhandlungen eintreten oder mit einer anderen Partei. Wenn das entschieden ist, wird man sich zusammensetzen, wird die Felder definieren und abstecken, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo sind die großen Hürden und dann darüber sprechen. Das Ergebnis ist offen. Wir haben das auch heute gesagt. Ja, es ist nicht gesagt, dass wir zu einem finalen Abschluss kommen werden. So viel Ehrlichkeit muss einfach sein. Natürlich gibt es da unterschiedliche Zugänge. Wir sind zwei komplett unterschiedliche Parteien. Aber was ich versprechen kann, und Sie haben mich gefragt, was versprechen wir den Menschen? Wir werden seriös verhandeln. Wir werden sehr hart verhandeln, mit der Zielsetzung zu einem Abschluss zu kommen, weil wir glauben, was Österreich braucht, ist rauszukommen aus dem Standby-Modus und eine stabile Regierung zu bekommen. Georg Willi ist da offenbar sehr viel mutiger, der Bürgermeister von Innsbruck von den Grünen. Der sagt, es ist ganz wichtig, zum Beispiel auch bei der Verteilung der Ministerien, weil das natürlich auch was aussagt über die Macht, die man in gewissen Bereichen dann hat, dass das Finanzministerium eben sehr wichtig wäre, um auch im Klimaschutz die Dinge zu machen, die man machen will. Wenn das nicht geht, dass zumindest dann die budgetrelevanten Dinge zum Thema Klimaschutz dann in ein Umwelt- oder Klimaschutzministerium wandern. Da sagen Sie auch, das ist einfach, der Innsbrucker Bürgermeister ist mutiger als der Vorarlberger Grünen-Chef. Kurz und Kogler haben das beide gleichermaßen definiert. Es wird medial sehr viel über Ressortverteilungen spekuliert. Innerhalb der Sondierungsgespräche war das kein Thema. Gut, jetzt gibt es kein Sondierungsgespräch mehr, sondern es werden Verhandlungen sein. Gibt es bei den Ministerien, wo Sie sagen, das ist einfach wichtig, um eben, ich frage jetzt einmal anders. Die Sigrid Maurer sagt, sie vertraut Sebastian Kurz. Frau Steuschitz hat heute gesagt im Profil, sie vertraut dem Sebastian Kurz nicht. Auf ihrem Sessel saß vor wenigen Wochen Matthias Strolz, der gemeint hat, wörtlich, wer immer mit Sebastian Kurz koaliert, kann nicht mal aufs Häusel gehen, denn wenn er zurückkommt, hat er vielleicht eine Bombe unterm Sessel. Können Sie Ihren Wählern, also den Grünwählern und Wählerinnen vermitteln, dass Sie Sebastian Kurz vertrauen können? Ja, deshalb hat es ja Sondierungsgespräche gegeben und gibt es jetzt Verhandlungen. Es hat schon sowas stattgefunden wie vertrauensbildende Maßnahmen zwischen Sebastian Kurz und Werner Kogler. Sonst hätten wir heute nicht entschieden, ja, wir wollen es probieren und treten in Verhandlungen ein. Wie das in Verhandlungen an sich darstellt und entlang von Materien, die abgearbeitet werden müssen, wird sich zeigen. Das weiß ich nicht. Sonst müsste ich jetzt lügen. Das ist eine Einschätzung, die man erst in den kommenden Wochen treffen wird können, wenn man Ergebnisse tatsächlich dann am Tisch liegen hat. Herr Hofer, ist das so, dass man bei Sondierungen überhaupt nicht über Ministerien etc. spricht? Da ist sicher gelogen worden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man tagelang sondiert und es wurde nicht darüber gesprochen, wer welche Verantwortung übernimmt. Das ist undenkbar. Wie war das damals bei Ihnen? Natürlich haben wir darüber gesprochen, wer wo Verantwortung übernimmt. Das wird hier genauso gewesen sein. Sie sind tagelang zusammengesessen. Also wenn Sie uns heute erzählen wollen, es wurde nicht darüber gesprochen, dann glaube ich kein Wort. Herr Rauch? Das kommentiere ich nicht. Wenn der Herr Hofer meint, Sebastian Kurz lügt und Werner Kogler lügt, dann kann er das feststellen. Hier, ich weise das zurück. Das war nicht der Fall. Frau Linsinger, dann frage ich Sie, wie würde jetzt eine Verteilung oder wie würde das wirklich aussehen, damit eine Koalition überhaupt tragfähig wäre? Werner Kogler hat ja sogar gestern oder vorgestern war das, wo er gemeint hat, die Regierung müsste sogar so ausgelegt sein, dass es zwei Legislaturperioden erhalten müsste. Dass man sagt von den Ministerien oder von den Ämtern her, das wäre es. Offenbar gibt es ja einen Riesenstreit um das Verteidigungsministerium, aber in die andere Richtung, weil es keiner will.
Naja, auch die letzte Regierung war ja auf zwei Legislaturperioden angelegt. Da sieht man, was man von solchen Wünschen manchmal halten kann. Bei den Ministerien, ich gehe auch davon aus, dass zumindest schon in Ansätzen darüber gesprochen wurde. Keine Ahnung, es gibt viele Gerüchte, die dir hervordringen. Wenn man alle Gerüchte zusammenzählt, will die ÖVP alle Ministerien für sich und die Grünen auch. Was wohl logisch ist, dass die Grünen eine Art Umweltministerium bekommen, das nur Sinn macht, wenn man es anreichert, um gewisse Agenten, jetzt Energie etc. etc. Was auch Sinn machen würde, ist ein Sozialressort, vielleicht auch ein Bildungsressort für die Grünen. Beim Finanzministerium ist klar, das ist nach dem Kanzler die mächtigste Position in einer Regierung. Als die ÖVP noch Vizekanzlerpartei war, hat sie immer das Finanzministerium für sich reklamiert. Wenn sie Kanzlerpartei ist, sagt sie immer, das ist ganz wichtig, dass das in der gleichen Partei ist wie der Kanzler. Man wird das sehen, wenn es eine originelle und vielleicht auch ein bisschen neuartige Regierungsbildung ist, dann könnte man auch Ressorts anders gruppieren, vielleicht auch mit mehr Staatssekretären und anderen Ministerien arbeiten. Keine Ahnung, ich halte es für durchaus möglich, dass man sich da was Neues überlegt. Aber klar ist, das war auch das Auffällige Ende letzter Woche, dass es plötzlich ein bisschen, zuerst war ja zur Schau getragene Harmonie und dann hat es ein bisschen geknarzt und geknirscht, weil da alle möglichen Ministeriumswünsche reklamiert worden sind. Das ist sicher ein schwieriger Teil. Man kann, wie man in der letzten Regierung gesehen hat, Ministerien auch zu groß machen. Also Macht klingt sehr verführerisch. Wenn man ein Ministerium zu groß zuschneidet, dann ist es fast nicht mehr bewältigbar. Das ist das Heikle dran. Aber ich glaube, die Ministeriumsverteilung, die ginge noch eher. Ich sehe die größeren Hürden eher inhaltlich. Und dann, wenn das einmal gelungen ist, sind die Ministerien fast ein Klacks. Wenn, jetzt haben wir gehört schon zu Beginn, wenn die Verhandlungen aber scheitern sollten, dass Sie dann nochmal beraten würden mit der Partei und dann bereitstehen würden. Aber Sie haben auch einmal vor kurzem gesagt, wir sind aber auch nicht der Last Exit für Kurz, damit er bei den anderen den Preis nach oben treiben kann. Also wir würden nicht gleichzeitig verhandeln. Ich glaube, dass es immer ein Fehler ist, wenn man versucht, sich auszusuchen, mit welchem Partner wird es am billigsten. Das macht die SPÖ nicht und das machen wir auch nicht. Gut, dann sage ich Ihnen allen vielen Dank für die Diskussion. Und so schnell als möglich, so lange als notwendig. Das war die Antwort des grünen Chefs Werner Kogler auf die Frage, wie lange die Verhandlungen dauern werden. Morgen um 10 Uhr wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz vor die Presse treten und seinen Verhandlungspartner bekannt geben. Natürlich live auf ORF zu sehen. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Im Anschluss sehen Sie den Doc-Film anlässlich 30 Jahre Mauerfalls in Deutschland 1989, Poker am Todeszaun. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.